Wunderschönen guten Tag. Bitte anschnallen und die Türen schließen. Wir machen weiter im 20. Level, wo wir beim letzten Mal offensichtlich den blauen Schlüssel haben. Ich hätte mir merken sollen, was Sache war. Ich hatte irgendwas... Ja genau, das schöne Gitter. Daran erinnere ich mich. Ich brauche einen gelben Schlüssel. Das weiß ich auch. Was ich alles weiß, das ist unglaublich. Ich weiß auch, dass der guided mich. Nicht der guided, das waren die Raketen. Der guide. The Flash. Mich total irre geführt hat. War das nicht so? Oder dass ich selbst ja total irre bin. Das kann auch zum Teil ein bisschen zutreffen. In der Tat, Salat und Quark. Ich werde auf jeden Fall überall beschossen. Keiner mag mich, aber ich bin ja auch nur ein blöder Let's Player. Wer mag schon Let's Player? Wo bin ich? Wo? Aha. Aha. Oh, nee, da geht nicht weiter. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, mein Licht in meinem Zimmer anzulassen, damit es hier vielleicht ein bisschen heller wirkt. War irgendwie keine gute Idee. Es ist auf jeden Fall nicht heller geworden. Jetzt gerade hier ist ein bisschen schön, ja. Hier sind aber auch Lichter, die man kaputt machen kann. Finding Yellow Key, ja. Und zeig mir mal. Er will unbedingt hier rein. Das ergibt auch Sinn, denn da wo... Ich habe sogar Marker schon. Genau, um die Türen aufzuhalten. Da war was. Und wisst ihr was? Ich habe sogar... Was ich gerade nicht zeigen kann. Nein? Ich kann das gar nicht machen. Steuerung D, um Marker zu löschen. Weil... Weil ich mit Steuerung schieße, da muss ich das erstmal. Na ja, toll. Ich dachte, das ginge jetzt, aber selbst das kann ich nicht hinkriegen. Gut. Lassen wir uns davon nicht entmutigen. Genießen wir die Stille vor dem Sturm. Wir speichern und gehen hier rein. Ich glaube, hier musste ich rein. Es gab vielleicht noch irgendwo einen Alternativweg, aber im Endeffekt muss man hier rein. Ja, von wegen. Kugeln gehen ja super gut durch. Die sind eigentlich viel größer, die Kugeln von dem. Von denen. Ich kam da irgendwie rein. Und dann waren die unsichtbar. So war das. Jetzt muss ich alles nochmal Revue passieren lassen, weil die letzten Male ja irgendwie ewig her sind. Ich würde doch gerne aber erstmal die Tür da hinten begutachten. Da ist auch noch... Eine und eine unten drunter, haha, da kommen wir mal nicht rein, noch nicht. Also da, wo ich jetzt erstmal ganz offensichtlich rein gelangen könnte, wäre die hier rechts. Und die nehmen wir uns jetzt erstmal vor. Die hat bestimmt irgendetwas Nettes aufbewahrt. Etwas, womit man dem Gegner einheizen kann. Vielleicht... Hat er mich erwischt? Hat er mich erwischt? Wie viel habe ich eigentlich? Ich habe 66 Shield und nur ein Drittel davon Energy. Das ist sehr betrüblich. Wo ist denn der Gegner? Da hinten irgendwo. Ich würde ihn ja gerne einfach mal sehen, dann könnte ich auch was dagegen tun. Hier rechts. Ist das ein Gegner? Es scheint zu schießen, aber ich kann es nicht erkennen, wirklich. Ah ja, es ist ein Gegner. Dann ergibt das natürlich Sinn. Schade, das Shield ist wohl verloren. Aber wer braucht schon Shield? Man braucht nur ein... Autsch. Ein bisschen Gauss mitten zwischen Nase und Mund. Der hat mich doch noch erwischt. Das gibt's doch nicht. Ich habe ihn doch schon längst getötet. Aber so ein Laser ist halt langsamer als das Licht. Das lernt man schon in Physik. Danke, jetzt habe ich noch viel mehr Schuss dafür gebraucht. Deswegen habe ich auch Gauss ausgewählt gehabt. Weil ich kaum noch Energy habe. Hatte ich schon Energy Center gefunden? Natürlich nicht. Ich bin vorbeigeflogen, dran vorbei, wie beim letzten Mal auch. Ach, weil das die Tür ist. Ja, leckt mich doch. Ich komme ja nirgendwo rein. Und da sind auch noch, ja super, Laser Shielder. Abwehreinheiten. Stationäre Abwehreinheiten. Lebelose. Gut, ich habe keine Wahl. Ich bin gezwungen, aggressiv zu werden. Ich mache jetzt mal ganz auf die Schweiz und haue sie alle da nieder und fühle mich dabei noch als Opfer. So.
einfach mal von Weitem ein bisschen den Gegner auch erwischen. Möglich? Ja, nein. Danke. Jetzt fängen sie wieder damit an, mit so komische Omega. Ich glaube, mit Laser hatte das nicht funktioniert. Eieiei. Mir fehlt eine Strategie. Ich weiß, warum ich so lange pausiert habe. Ich glaube, es war nur eine Woche, aber im Moment ist das sogar als lang anzusehen. Ach, da kommt einer von oben sogar. Dann bringen wir doch den erstmal um. Wäre so mal mein Vorschlag. So ganz dezent wäre das eine Möglichkeit, hier erstmal für ein bisschen Ruhe zu sorgen. Hallo. Ja, der guidet. Der guide, nicht der guided. Guckt sich da gemütlich um. Aha, der kommt da einfach durchgeschossen. So klein wie er ist, kommt er durch die Löcher durch. I'm understanding. Der hat mich... Ja, komm, die 6 Shield. Die hat er sich redlich verdient. Der war schnell. Kann ich hier aufmachen, gefahrlos. Und erstmal einen Marker hinmachen. Oh, da hinten ist schon was Böses wieder. Erstmal schnell weg und dann speichern. Dann kommen sie wieder. Ich hoffe nicht, dass da ein Spawner ist. Ein Spawner ist so eine dumme Erfindung. Wollte ich mir auch mal wieder loswerden. Wer hat sich das einfallen lassen? Das ist total unbalanciert, wenn da endlos Gegner rauskommen. Da unten, ich weiß genau, da unten sind auch welche. Aber vielleicht haben sie jetzt keinen Bock mehr zu schießen. Eine schöne Ansicht. Alles ist so grün plötzlich. Grün ist die Hoffnung. Boing. Was machen wir, wenn ich keine Munition mehr habe? Dann spielen wir Renegade. Galgenhumor. Denn mit Renegade habe ich auch nie Munition. Zack. Aber es wäre so eine perfekte Überleitung. Hier keine Munition, dann spielen wir erstmal, wenn dann geht weiter. Bis wir da durch sind. Es ist ja auch nicht so lange das Spiel. Ich mache es immer noch so lange unnötig. Aber aus gutem Grund. Ich mache das ja nicht ohne Grund. Die Spiele wollen es nicht anders. Wenn die mich so behandeln, dann müssen sie sehen, wie sie damit zurechtkommen. Alter, der regt mich auf. Wie er schon so grinst immer. Aha, aha, aha. Aha, aha. Ja. Zeig dich. Und wieso treffe ich nicht? Die weichen auch noch aus. Ich will sehen, ob ich sie überhaupt... Ich treffe sie. Ich brauche nur 10-mal so viel Munition wie normalerweise, wenn kein Gitter da wäre. Blödes Gatter. Ja, und die haben unendlich Phoenix, die brauchen keinen Energy Center, ist ja klar, die haben ein tragbares, wie heißen die, Powerbanks oder so. Ich habe kein Smartphone, aber damit sollten die irgendwie länger halten. Was man so auch halt mitkriegt, obwohl es eigentlich interessiert. Es fängt wieder an, ne? Ich erinnere mich an Zeiten Descent 1 und auch teilweise in 2, wo ich stundenlang videoweise an einer Stelle hing. Und dabei gibt es nicht mal mehr ordentliche Hulks. Schon ein bisschen zu vermissen. Ich könnte mir vorstellen, dass der endige Endgegner nach Level 24, das letzte Level, so ein riesiger roter Hulk ist. Wobei, die sind ja eigentlich alle irgendwie so ein bisschen Hulks. Aber so ein originaler Hulk, das wäre mal richtig einfallslos. Aber cool trotzdem. Gut, was machen wir denn jetzt? Weiß nicht. Probieren wir halt weiter, hm? Und da kommt's. Ich würde ja fast schon sagen, nehmen wir den Schaden in Kauf und die ganze Munitionsverschwendung. Hauptsache, er stirbt endlich. Komm ich unten rein irgendwie? Das wäre ja auch mal so ein Ding. Wenn ich unten reinkäme, dann tue ich aber nicht. Das Gitter geht nicht weg. Irgendwann, wenn es mir gar nichts mehr bringt, wahrscheinlich. Seufz. Nehmen wir mal einen Stand hier. Ja, hier wär's, hier wär's. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Da steht schon ein komplettes Lösungsbuch. Was das sagt, sollte man beherzigen.
Was haben wir denn so für Waffen? Gehen wir die mal Revue durch. Ich habe Plasma, die kommt da bestimmt durch. Naja, wenn Phoenix durchkommt, kommt Plasma auf jeden Fall durch. Diese dummen, unsichtbaren Arschkrüppel. Boing, 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 boing. Bleib immer stehen, Schiff, warum wackelst du immer so rum? Hoch und runter, hoch und runter. Du gehst doch gleich retour. Zurück zum Producer. Ich könnte auch einfach durchfliegen. Wäre doch mal so ein Vorschlag. Damit wir hier irgendwie mal weiterkommen. Ach jetzt, ja, ich merke gerade, wenn ich durchfliege, dann kommt erst das Gitter. Und soll mich wahrscheinlich total ängstigen. Und dann bin ich am Arsch. Denn hier gibt es noch mehr über... Oh, oh. Lasst mich kurz mal... Sag mir das doch gleich, einer. Komme ich auch irgendwie anders da rein? Theoretisch ja, praktisch nein. Also ich muss erstmal da durchkommen. Ein Cloaking Device wäre Gold wert. Wir fliegen da einfach mal hin. Und irgendwo hier genau, nehmen wir das Shield mit. Und gehen wieder weg hier. In Sicherheit. Ohne kaputt zu gehen. Ohne. Ich hab doch gesagt, ohne. Robo folgt mir doch keine Befehle. Schöne Musik. Problem ist jetzt echt zurückzukommen. Warum geht's erst zu und da geht's dann wieder auf? Ist doch blöd. Das sind blöde Hanteln. Bin halt schon wieder gleich tot. Wo geht's denn da lang? Wie? Ach so, ach so, ach so. Da ist sogar der gelbe Schlüssel. Interessant. Und ein toller Spawner. Darauf habe ich gewartet. Gleich geht das Lied ab. Achtung, das Lied, das Lied. Haltet euch bereit. Spannung. Bäm, bäm, bäm. So, vielleicht jetzt noch ein bisschen besser. Speichern unter neuen Stand. Bisher bin ich noch nicht getroffen worden. Alles wunderbar. Und schon werde ich getroffen. Ah. Was trifft mich denn da denn plötzlich? Ganz plötzlich. Eben war noch alles super. Zum Glück habe ich nicht auf dem vorigen Stand gespeichert. Ärgerlich. Was ist, wenn ich mit der Guided hinfliege? Geht dann... Ach, jetzt ist ja noch hier alles offen. Da kann ich also auch durch eine andere Tür irgendwie rein. Okay. Leider sie... Ah, okay. Das, ja, so speichern wir. Dann ist der schon mal weg. Aber ich werde direkt getroffen. Ich werde direkt getroffen. Ich mach das nicht. Ich hab das nicht gerne. Kann ich jetzt vielleicht mal hier speichern? Und weiterfliegen. Die Hanteln einfach mal außer Acht lassen. Wieder zurückfliegen. Ja, und dann treffen sie... Ja, gut, ich krieg auch in die Hanteln rein, meinetwegen. Das sehe ich ein. Was ist das? Armor Rack. Was war denn das nochmal? Munition, ich weiß aber was für welche. Amarok. Moment. Gauss. Ich will da nur gucken, ob das Gauss ist. Ich habe Gauss 23. Und jetzt 27. Gut, das ist. Moment, der war aber auch wohl, ich verwechsel das. Ich habe zwei verschiedene Sachen eingesammelt, glaube ich. Was ist hier Amarok? Ne, das ist auch wieder Vulkan. Ah. Was ist das? Ihr regt mich auf. Am besten, ich kümmere mich erstmal um die Gegner. So ein Vorschlag wäre das. Vielleicht stelle ich mich hier hin und bin da erstmal in Sicherheit. Ja, ich sollte mich in Acht nehmen. Vor den Feinden. Erstmal hier speichern. Ja, und dann neuen Stand. Wir wollen da nicht geizen. Die kosten nichts. Da freuen sich alle, wenn ich... Wie haben die mich jetzt getroffen? Von hinten, ne? Moment, ich muss kurz am Ohr kratzen. Da kratzt das Ohr. Nein, es juckt, deswegen kratzt es. Aber es kann auch kratzen, deswegen juckt es. So, wir schlagen noch... Aha. 29. Aber ist ja kein kratzliger Mantel. Kann ich da nicht entfliehen? Bin ich jetzt verloren? Ich bin vollkommen ausgeliefert. Den Schüssen des Feindes. Nicht ganz, ich hab's über... Boah, seht ihr, was da rumfliegt alles? Wo soll ich denn da ausweichen? Lecco mio, Moment, die machen das besser. Na, da dumm. Nochmal hier.
da mal meinen Sicherheit. Ich will nicht durch die Tür fliegen, denn da ist ein wilder Spawner. Kann ich mich mal kurz hier behaupten? Der ist tot. Speichern wir 5910, sollte in Ordnung sein. Ich gucke mal auf Energy und Shield. Eieiei, die sind total verrückt nach mir. Und ich nach ihnen nicht. Jetzt hat sie wieder nicht geschossen. Den Fehler hat man ja manchmal. Obwohl ich gar keine Razor Death Adder benutze. Zack. Ja. Ach, ich will eigentlich nach links ausweichen, aber ich muss nach rechts ausweichen. Das ist aber auch doof. Das ist an sich alles doof. Gut, wir nehmen mal ein bisschen Schaden in Kauf. Ist jetzt in Ordnung. Ach, da ist ja direkt einer vor mir. Ich verstehe. Die sind halt alle voll tarnkappenmäßig unterwegs. Bim, 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 bim. Ja, ich hab's geahnt. Level 2010. Nehmen wir das mal kurz. Ich bin dann endlich mal unsichtbar. Habe ich gerade ein kleines Lavabad genossen. Schön warm. Speichern. Die Hanteln loswerden. Da waren da auch welche oder wurden die schon vom Gegner neutralisiert? Das 27. Ja, das. Na, ich habe sie da verpasst. Ich habe Feuerwolken eingesammelt. Ja, ich verschwende das jetzt ein bisschen, ich weiß. Aha, aha. Ich weiß, was du bist, so ein grünes Viech. Glaube ich. Wir haben hier endlich mal ein bisschen Ruhe. Wer glaubt das denn? Okay, da können wir danach durch. Wir müssen uns jetzt halt erstmal um den doofen Spawner kümmern. Ansonsten scheint das Level auch nicht mehr lang zu sein. Letzte Level, Descent 1, glaube ich, war das auch schon. Sind dann irgendwie nur noch so schnell gemacht worden, damit die dann noch irgendwie hinkommen. Vielleicht soll es auch nochmal ein bisschen mehr Spaß vermitteln, bevor es dann zu Ende ist. Wie kommen wir da jetzt ran? Ach, da spawnt schon was. Na, wie fühlt sich das an? Ich brauche trotzdem langsam mal. Nö, ist nichts gewesen. Sah so aus. Es wirkte so mysteriös. Ja, ich muss mal ein bisschen rumgucken. Alter, dieses Ohr. Immer wenn ich aufnehme. Schneid dich noch ab. Gut, nochmal. Ja, wir wollen hier keine Munition liegen lassen, denn wir haben kaum noch etwas davon. Hallo Spawner, wollen wir uns nicht mal guten Tag sagen? Ja, muss das sein. Ich nehme kein Energy, denn ich habe keins mehr. Wirklich. Wann gehst du los, hä? Und wie oft? Und warum sind die alle unsichtbar, die rauskommen? Zumindest wirkt es teilweise so. So, da kann ich mich auch unsichtbar machen. Noch ein Spawner, der gleichzeitig gespawnt hat, ne? Sag bloß. Jetzt geht er schon wieder los. Leco mio. Lass mich doch in Ruhe, ey. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Ach, da geht's noch lang. Lass mich dich nur ausprobieren. Ausprobieren. Wann fängt er wieder an zu spawnen? Spawnt er auch, wenn ich unsichtbar unterwegs bin? Wo geht's denn da? Wann spawnst du das Ding? Da spawnt er schon wieder. Und da ist ein Bombenleger. Und da ist der Schalter, den haben wir gesucht. Force Field deactivated. Das machen wir jetzt ganz klug. Wir sind jetzt total oberschlau. Und nutzen einfach eine Guided. Hä? Hä? Wo denn? Warum jetzt plötzlich? Die ganze Zeit war nichts. Wahrscheinlich, wenn ich von einem Spawner zum anderen fliege, dann fängt immer der andere wieder an. Ich wollte aber trotzdem das noch holen. Was ist das für eine komische Konstruktion für einen Spawner? Alter. Echt mal. Jetzt kommen sie von hinten. Ich wusste es. Gut, dann darf ich das Shield nicht einsammeln. Hier ist noch ruhig. Fängt's da schon an? Ich will das ja nur austesten erstmal. Aber ich mache jetzt erstmal einen Schnitt. So ein schöner Cliffhanger.
Dann haben wir beim nächsten Mal den gelben Schlüssel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.